einen wunderschönen 1. Oktober hier in Wien. Ich bin wirklich ganz tief berührt, ob der vielen lieben Menschen, die ich hier sehe, die vielen Flaggen, die ich hier sehe, aus vielen Ländern. Ich weiß auch, dass uns jetzt ganz viele Menschen aus der ganzen Welt zuhören, denn ich darf Ihnen verkünden, wir streamen live. Sie können Ihren Freunden in der ganzen Welt auch sagen, europeforfreedom.org. Der Livestream ist gerade dort auf der Webpage zu finden, auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Das heißt, das, was wir heute hier sagen werden, dürfen wir mit einem guten Gewissen in die ganze Welt hinaus sagen. Und ich möchte ganz kurz einleiten, nämlich bevor ich meinen lieben Kollegen mit auf die Bühne bitte und bevor wir noch ein bisschen ganz kurz das Organisatorische besprechen, ich möchte Danke sagen an so viele, die hier mitgeholfen haben. Wir sind nicht eine Organisation, nicht ein Verein. Wir sind ganz, ganz viele, die hier gemeinsam diesen Tag möglich gemacht haben. Und ich möchte Danke sagen, weil das ist gemeinsames Schaffen. Für so eine Versammlung, wie sich's nennt, es ist nicht eine Veranstaltung, es ist eine Versammlung nach der Definition, braucht es auch immer Anmeldende und das übernehmen dann immer ein Versammlungsanzeigender und ein Stellvertreter. In dem Fall habe ich diese Versammlung bei der Polizei in Wien angezeigt. Die Kooperation mit der Polizei hat wunderbar funktioniert und ich danke Ihnen allen jetzt schon, dass wir eine friedliche, schöne Kundgebung haben werden, wo wir ein gutes Zeichen in die Welt setzen und wo wir auch viele einladen, die jetzt schön langsam erkennen, dass einiges schräg gelaufen ist, nicht nur in den letzten 3 Jahren, auch schon davor, besonders wenn es um nicht gewählte Entitäten wie eine Weltgesundheitsorganisation geht. Und wir möchten viele Menschen einladen, die vielleicht zufällig gerade einen Spaziergang durch Wien machen, dass sie sich daherstellen, dass sie mal zuhören, was unsere Rechtsanwälte, Mediziner, auch Politiker von unterschiedlichen Parteien, auch das ist eine Premiere, dass die sich für die gemeinsame Sache über die Weltgesundheitsorganisation aufzuklären, auf der gleichen Bühne befinden am heutigen Tag. Neue Medienvertreter, auch ein Lehrer ist dabei. Viele wunderbare Menschen werden hier Redebeiträge bringen und ich lade alle ein, hier bitte auch zuzuhören. Ich möchte jetzt starten, damit wir auch im Zeitplan gut vorankommen, organisatorisch um 14 Uhr circa, vielleicht ein bisschen später, werden wir mit unserer Ringrunde beginnen. Da wird der Truck vorne wegfahren. Auf diesem Truck werden Sie noch viele Rednerbeiträge hören. Es wird auch der Assange, Free Assange Truck da hinten mitfahren. Da werden neue Medien, unabhängige Journalisten auch Redebeiträge noch während unserem Marsch um den Ring zum Besten geben. Und dann wird der Truck nach der Ringrunde wieder hereinfahren hier auf dem Heldenplatz. Und Peter Conway, den Sie soeben gehört haben, ein Singer-Songwriter aus Großbritannien, wird dann noch eine Abschlusskundgebung mit seinen poetischen, mit seinen aufweckenden Texten machen. Bitte noch einmal einen Riesenapplaus für unseren Musiker Peter Conway. So, aber jetzt starten wir in den Tag. Ich darf jetzt einmal den Magister Dr. Georg Brichlig zu mir bitten. Er hat mit mir gemeinsam diese Versammlung angezeigt. Lieber Georg, bitte komm zu mir. Hallo, es freut uns irrsinnig, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Zahlreich über Landesgrenzen hinweg. Ich vergesse jetzt sicher was. Ich sage nur einige Fahnen an, die ich sehe. Von Kroatien, von Ungarn, von Rumänien, von Österreich, von Deutschland. Eine von Mexiko habe ich auch schon gesehen. Eine kann ich nicht identifizieren. Das ist die mit den weiß-blauen Streifen und dem roten Greif drauf. Luxemburg habe ich gerade gehört. Super. Unsere Veranstaltung bezieht sich, wie die Maria schon gesagt hat, auf die Entwicklungen betreffend die WHO.
Man versucht uns hier etwas reinzudrücken, was man schon bei Corona gemacht hat. Wenn wir eine drohende Katastrophe, welcher Art auch immer das sein mag, vor der Tür haben, dann brauchen wir eine klare autokratische Struktur, die uns da durchführt. Einfaches Beispiel: Wenn die Möglichkeit besteht, dass Brände ausbrechen, dann ist es doch intelligent, wenn wir einen Feuerwehrhauptmann haben, der das Recht hat, in jedes Haus reinzugehen, durch jede Tür durchzuschauen, ob brennbare Materialien da sind und dann den Leuten vorzuschreiben, mit welcher Geschwindigkeit sie ein Auto aus der Garage fahren sollen. Meine persönliche Meinung, wenn ich die Wahl habe zwischen der Möglichkeit, dass mein Haus brennt und der Übertragung dieser Kompetenzen an den Feuerwehrhauptmann, ist mir die Möglichkeit, dass mein Haus brennt, sympathischer. Wie immer bei mir am Schluss ein Zitat, diesmal von einem Dichter der Freiheitskriege gegen Napoleon, der sich mit dem Thema der Freiheit beschäftigt hat. Und zahlen wir es mit unserem Blut, denn Freiheit ist das höchste Gut, ob's 1000 Leben gilt. Lieber 1000-mal sterben, als einmal in einer Diktatur leben. Ja. Wir werden euch jetzt, wie von Maria bereits angekündigt, mit einem Block durch eine ganze Menge von Wissen, von juridischem, von politischem, von medizinischem führen. Und wir freuen uns, wenn wir euch das eine oder andere für euch selber mitgeben können. Dankeschön. Dankeschön, lieber Georg. Also nur, dass Sie auch wissen, die Leute, die vielleicht eben zufällig hier vorbeispazieren, ich selber bin Medizinerin, der Georg Brichlig ist Rechtsanwalt und wir haben uns wirklich die letzten Jahre intensiv mit der Thematik beschäftigt, wie weit denn überhaupt, seien es Regierungen oder eben nicht gewählte Organisationen, hier gehen dürfen. Und sie dürfen definitiv nicht so weit gehen, dass es uns an unsere körperliche Unversehrtheit geht. Und dafür stehen wir ein und wir stehen für unsere Freiheit und auch zukünftig für unsere Freiheit und die unserer Kinder. Und wer auch für die Freiheit einsteht, das ist unsere liebe Moderatorin. Sie wird mit mir heute, wir werden als Moderatorinnen-Duo heute durch den Tag führen. Ich darf auf die Bühne zu mir bitten, sie ist vielen von Ihnen bekannt, Edith Brötzner. Bitte, liebe Edith. Ja, Maria, es ist mir eine Ehre, mit dir auf der Bühne zu stehen, zu so einem wichtigen Thema. Ich befasse mich ja schon sehr lange mit dem, was rundherum schief läuft, was vielleicht nicht optimal ist, seit 2020, seit Minute 1, um genau zu sein. Und was ganz wichtig ist, nachdem ich ja viel für die freien Medien arbeite und immer mehr bemerke, wie sehr wir zensiert werden, das sind Sie, das seid ihr, die ihr da draußen steht. Das, was uns von oben wegzensiert wird, dürft ihr weiter verbreiten, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Themen, die versteckt werden sollen, auf den Tisch kommen. Und darum sind wir heute alle da und ich hoffe, ihr könnt euch viel mitnehmen. Ich darf jetzt noch genauer vorstellen die Maria. Die Maria ist nicht nur Medizinerin, sie ist auch Resilienzcoach, Kräuterpädagogin und ist seit 2020 in der internationalen Vernetzung aktiv. Sie zeigt seit 2021 mit dem gleichnamigen Verein Gesicht. Und ja, Maria, es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute mit dir auf der Bühne stehen zu dürfen. Dann darf ich gleich damit anschließen, dass ich euch den Dr. Magister Georg Brichlig noch genauer vorstelle. Auch ein Kämpfer der ersten Stunde. Er ist selbstständiger Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Wirtschaftsrecht, Immaterialgüterrecht, Medizinrecht, Verfassungs- und Verwaltungsrecht sowie Prozessführung und andere. Er engagiert sich ebenfalls seit 2020 für die Wahrung der Grundrechte, für den Schutz der persönlichen Freiheit, für die Freiheit der Meinungsäußerung und für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung. Danke, Georg, für dein Tun. Bravo!